geht los. Ich fahre auf Hildesheim. Alles dabei. Falls mit dem Zug nach Spandau. Da holen wir Schwiegervater ab und dann gehen wir mal ein Flugzeug holen. Ne? India Kilo, es geht los. Bin ein bisschen aufgeregt. Die Sicht ist hier so mäßig. Die soll nach Westen hin besser werden. Habe mit dem DWD telefoniert. Und ja, Außencheck ist gemacht. Alles nachgeguckt. Mein neues Headset funktioniert. Ich habe jetzt mit Norbert nochmal 10 oder 11 Landungen gemacht. Ein bisschen Seitenwind probiert, nochmal so ein paar Sachen gemacht. Konnte damit sogar noch meinen notwendigen Checkflug absolvieren. Ja, das Baby ist frisch durch Inspektion. 50 Liter im Tank. 240 Kilometer sind zu fliegen. Sollte eigentlich kein Problem sein. Los geht's. Länger als gedacht, weil es nämlich ganz schön windig war. Ich glaube 2 Stunden 14 habe ich jetzt gebraucht. Flug war spannend. Am Anfang war die Sicht richtig scheiße, so 10 Kilometer oder sowas. Das wurde dann Richtung Westen etwas besser. Ja, genau. Dann habe ich noch hier am Flugplatz ein bisschen Scheiße gebaut. Neuer Platz. Ich habe mich einfach falsch in die Platzrunde eingefädelt und musste dann abbrechen. Das war aber kein Problem. Hatte dann 10 plus Knoten irgendwas auf der Seite. Hier musste ich einmal durchstarten. Auch kein Problem. Noch eine Runde und dann war die Landung aber sehr in Ordnung. Ja, dann gab es das Problem, dass dieser Boden hier lange kein Flugzeug mehr gesehen hat und deswegen der Bock beim Zurückschieben ein bisschen eingesunken ist. Das war nicht sehr geil, weil schlecht zu schieben. Ne? Also ich habe mir alleine hier ganz schön die Karten gelegt, aber ich habe es hingekriegt. India Kilo steht in ihrem Verschlag und ja, schöner Flug. Jetzt muss ich noch sehen, wie ich hier wieder wegkomme. Ich kriege nachher noch meinen Überzieher, den bauen wir dann drüber. Ja, und dann wohnt die India Kilo jetzt erstmal hier.